Oh, alter Schwede. Ich hoffe, das war's jetzt. Und da kommt nicht noch gleich einer. So. Oh, alter. Ja, das ist natürlich ein Nachteil, wenn man mit einer Erkältung aufnimmt. Aber ich denke, bei meinen Zuschauern, die nehmen das auch mit Erkältung, meine Aufnahme. Die sind da hart im Nehmen. Hauptsache, es kommt überhaupt was, ne? So, jetzt sind wir aber dran. Jetzt sind wir wieder in Schlagdistanz. So, holen wir uns auf der Geraden. Aber gut, der hat uns die Tür hier aufgemacht. Wieso dann nicht reinstechen? Boah, Alter! Drängt mich hier super raus. Aber der Tacho geht bis 320. Ist klar. Ist klar, ja. So. So. So, die Kurve geht jetzt ja auch ganz gut. Auch wenn er jetzt hier wieder mir näher gekommen ist. So. Ach, noch zwei Runden haben wir. Ja, okay, ja, gucken wir jetzt mal, dass wir mal unsere Bestzeit hier ein bisschen nach oben schrauben. So. Hier sehen wir noch die Reifenspuren von meinem kleinen Fassdreher. So. Ja, hier perfekt. Perfekt die Curves mitgenommen. Aber hier dafür dann zu weit raus. Und da ist dann ganz wichtig, vom Gas gehen. Wenn man dann hier auf dem Gras ist, dann einfach mit nix überhasten, so hier so, sondern ganz ruhig Lenkrad halten und versuchen wieder auf die Strecke zu kommen. Ich versuche euch ja immer so ein paar Tipps zu geben, obwohl ich irgendwie glaube, dass die meisten in Gran Turismo, die meisten Abonnenten, die ich habe, eh besser fahren als ich. Also von dem her, das ist jetzt meine persönliche Meinung. Aber gut, das weiß ich natürlich nicht. Das könnt ihr, wisst ihr eigentlich nur ihr, weil ich sehe euch nicht fahren, aber ihr mich schon. So, wieder ein bisschen im Gras geht schon. So. Hier geht's immer ein bisschen zu weit raus. So, jetzt hier vielleicht mal. Ja, ja, das ging schon fast wieder zu quer. So, aber diesmal passt's. So, vielleicht wird das jetzt dann nochmal eine gute Rundenzeit. So, ich denke, danach werde ich eins noch fahren und dann werde ich aufhören. So. Wieder ein bisschen bremsen. So, und wieder voll aufs Gas. So, hier gibt es ja weiter Auslaufzone. Und jawohl, nochmal eine Bestzeit in den Asphalt gebrannt. 1.13.0. Passt. Sitzt, wackelt und hat Luft. Wie immer. Jetzt kriegen wir auf jeden Fall 8.700, stehen jetzt schon bei 82.000 Credits. Ja, auf Level 11 packen wir es heute noch. Komm, das geht schon. Wie gesagt, ich denke jetzt mal, dass es die letzte Aufnahmesession für Gran Turismo 5 sein wird. Sicher bin ich mir da natürlich nicht, aber wie ich gehört habe, kommt, ich meine, Need for Speed Most Wanted schon am 25. Oktober, ne? Wahrscheinlich ist die, wenn die Folge draußen ist, Let's Play ich schon wieder Gran Turismo 5. Also, egal. Ach, Pickup-Herausforderung. Ah, ha, ha, ha. Ah, ha, ha, ja. Da brauchen wir natürlich hier ein Pickup, ne? Ja, ja, so ist das. 90er. 90er oder später? 99 oder früher?
Was sind da so typische Gegner? 160 kW. Ich glaube, das schaffe ich mit meinem Mazda nicht mehr. Au, au, au. Nee, das schaffe ich nicht. Was ist hier? Ja, okay. Einfach nur Franzosen. Peugeot Rally, bla. Habe ich da irgendwas? Wahrscheinlich nicht. Ach doch, natürlich. Natürlich. Ah. Wie viel KW haben die denn? 132. Ich habe jetzt wie viel? 136. Ja! Und das eine ist Cirque de la Sarthe. Das kennen wir ja zu Genüge aus Race Driver Grid. Das ist die 24-Stunden-Strecke von Le Mans. Na, das nehmen wir. Und dann in Madrid 3 Runden. Jawoll. Geile Sache. Richtig geile Sache. Jawohl, da freue ich mich jetzt drauf. Aber ich glaube, mit dem Omel wird das ganz schön schwierig. Kilometer. Alles klar. Selbst für den sechsten Platz gibt es 5.800. Für den ersten fast das Doppelte. Na, ganz, ganz geil. Ganz geil. So. Na, hast du jetzt endlich geladen? Also von den PS-Zahlen her sollte ich eigentlich erster sein. Also mit 4 kW mehr. So, auf geht's. Ich hätte nie gedacht, dass das ein Franzackenauto ist. Ich hätte jetzt eher an Engländer gedacht, aber naja, gut. So, was ist das? Megane Sport, oder? Vor uns. Der wird ja jetzt mal so leicht geschnupft. So, hier einfach innen. Zack. Oh, Alter! Mein Gott, gibt's doch Gas, ihr scheiß Franzacken. Hier! Ja, ihr scheiß Franzacken, genau. Ja, Mensch! Alter, was ist denn das für ein krasses Teil? Boah. Alter, das wird hier wirklich ein Ritt auf der Kanonenkugel, ey. Aber das Teil vor mir geht ab, vor dem habe ich Schiss. Das sieht auch noch so krass sportlich aus. So, aber jetzt sollten wir im Windschatten kommen. Und der wird, glaube ich, diesmal wirklich unser Freund. Das ist ja ein richtig altes Teil. Aber geht richtig ordentlich ab, würde ich mal sagen. Und mein Auto marschiert. Und mein Auto marschiert, Leute. Und mein Auto marschiert wirklich. Oh, wieder einen sechsten Gang hat das Ding auch noch. Alter Schwede. So. Uiuiuiui. Ui, ui, ui. Jawoll, richtig krass. Alter Schwede. So, jetzt mal gucken, wie das Ding ohne Windschatten funktioniert. Das ist natürlich immer der Nachteil, wenn man hier in Führung ist. Aber das Ding marschiert. Das Ding marschiert auch ohne Windschatten. Glaubt mir, Leute. Jawohl. Au, au, au. Ne, der Renault hier. Ja, das ist ein Peugeot. Bleibt aber dran. So, die nächste geht jetzt, glaube ich, nach links, ne? Ja, und der kommt jetzt, weil er meinen Windschatten eben hat. Ja, okay, hier hätte man... Nein! Och komm, scheiß Auto. Mensch. Da läuft es so geil einfach. Die gerade mit 250 darunter brettern. Ja, und das Geschlängel, ey, das wird mit dem Auto da hinten auch nochmal richtig ätzend. Aber egal.
So, jetzt erstmal hier wieder im Windschatten. Gut dranbleiben. Und vielleicht dann auch überholen. So. Wie gesagt, hier einfach innen rein. So. Aber ich will nicht erst auf der Geraden sein. Dafür werde ich sorgen, dass der hier schön vor mir bleibt hier. So. Und da werde ich euch mal zeigen, die Windschattenspiele kann nicht nur der Peugeot vor mir. Nämlich die kann ich genauso. Alter, ziehe ich ja hier schon richtig durch. Keine Chance. Keine Chance hat der Peugeot da. Jetzt nur nicht hinten andotzen. Jawohl, passt. So, ich versuche dem jetzt natürlich keinen Windschatten zu geben. Aber die erste ist eine Linkskurve. So, wo bremse ich denn jetzt hier? Nein, der geht wieder zu weit raus. So. Aber jetzt versuche ich ihm hier vielleicht mal keinen Windschatten einfach zu geben. So, indem ich jetzt einfach hier fahre. Und dann kriegt der Kerl auch keinen Windschatten. Jetzt setzt er sich auch hier auf meine Seite wieder rüber. Dann gehe ich halt wieder hier rüber. Ist mir wurscht. Aber hier sieht man es. Wow, wow, wow. Oh, oh. Der war nicht gut gefahren. Da war zu viel quer dabei. So, und jetzt kommt halt hier noch so eine ewig lange Gerade. Da kann halt auch sein, dass ich einfach hier wieder geschnupft werde. Ich versuche einfach, nicht denen den Windschatten zu geben. Oh, aber jetzt kommt dieser blaue. Und mit wie viel Überschuss der kommt. Ja, Alter! Und was der für eine Rausbeschleunigung hat. Ja, ich war jetzt natürlich ein bisschen ruhiger. Aber jetzt habe ich den Windschatten, Junge. Und du hast nix. Ja, da kommt wieder die Hummel. Die Hummel. Aber jetzt saugt er sich wieder an meinem Windschatten ran. Ah, ja, 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 ja. Ich kenne die Spiele hier schon. Die sie hier mit mir spielen wollen. Ja, und dann dreht er mich. Der Spast.